Sei nicht so spießig. Jetzt habe ich daraus gelernt, man soll die Köfte nicht so reinhauen, sondern so seitlich, wisst ihr? So kann man jetzt schön den Spieß. Oh, Leute, man, sie ist so ein. Oh, ich habe die auch schön warm gerade gemacht, noch die Köfte. Oh ja, seht ihr? So, wird die Köfte schön aufgespießt. Wo passt denn hier ein Loch rein? Oh, hier ist ein schönes Loch da. Boah, ich mache richtig rein. Oh ja. Oh. So, das ist mein Köftespieß. Sehr schmackhaft. Weil wir werden jetzt eine kleine Challenge machen. Und zwar, ich habe hier einen schönen Köftespieß. Ich habe mir ein Video rausgesucht, sogar zwei von Xatar-Memes. Und jedes Mal, wenn Xatar irgendwas mit Köftespieß sagt, einfach nur das Wort Köftespieß. Also wenn er wirklich sagt, werde ich mir schön einen Köftespieß genehmigen. Heute mal nicht leiden, heute mal eine leckere Challenge. Also wenn wirklich Xatar sagt, nicht hier so hier, so Xatar. Köftespieß. Köftespieß. Moment mal, warum beißt hier die ganze Zeit ab, Digga? Er hat doch gar nicht Köftespieß gesagt. Lol. Leute, tut mir leid, da war ich echt verfressen. Oh mein Gott, ich bin echt ein fettes Schwein manchmal. Ihre Bestellung bitte. Gib mir einfach nur einen Köftespieß. Ein großer Biss für Hasser. Alter, sind die lecker. Heilige Mutter Maria, was habe ich denn hier für leckeres Essen? Oh, noch schön Reis. Oh, Leute, wie lecker. So einen schönen frischen Eiern aus dieser Maschine. Ja, da hast du recht. Moment. Jetzt her, Kolbstraße. Hawal, gib mir einfach nur einen Köftespieß. Ey, wie geil ist das denn gemacht? Oh mein Gott, da beiß ich lieben gerne ab. Irgendwie, nochmal zurück, Leute. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Wie geil ist das editiert? Hawal, gib mir einfach nur einen Köftespieß. Ey, wie geil. Schön frischen Eiern aus dieser Maschine, weißt du? Wo man den selber so all you can drink mäßig zapfen. Oh ja. Schön Kerber. So einen schönen Köftespieß. Kolbstraße. Oh mein Gott, ist der lecker, der Spieß heute. Sieht sogar sehr gut aus. Das mache ich jetzt mit einem Spieß. Quarantänetag 10. Jetzt nochmal weiter. Nächsten 3 Minuten sind rum. Wir gucken mal nach. Ja, sehen schon mal sehr gut aus. Ich versuche mal hier drehen. Allererste. Ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab. So einen schönen Köftespieß, weißt du? Ah ja, die Übertreibung war echt gut beim Meme. Aber. Oh Gott, scheiße, ist das lecker heute. Oh mein. Oh nee, bitte, sorry, ich muss kurz schaufeln, Leute. Es ist so lecker. Es ist wirklich so lecker. Ich liebe beim Türken wirklich diesen roten Reis, Alter. Ich weiß nicht, wie das heißt. Roter Reis ist so lecker. Oh Mann. Oh. Ohne Scheiß. Wie gut ist dieser Köfte? Der ist wirklich wahnsinnig krass gewürzt. Und dann hier innen drin ist wirklich das Fleisch aus dem absolut geilsten Esefleisch der Welt. Es ist wirklich. Bulgur heißt der Reis. Okay, Leute, danke für eure Info, weil dieser Reis hier, ne? Angela Merkel hat euch was Wichtiges zu sagen. Das ist sehr Wichtiges, Leute. Kolbstraße. Kolbstraße. Ein Köftespieß. Erstmal mit gar keinen Reden auch und so. Stellt mal vor, Merkel würde das wirklich echten Fernsehen sagen. So, gönnt euch Kolbstraße. Ey, ohne Scheiß, wie viele würden da sein bei der Kolbstraße? Einfach nur ein Köftespieß. Dazu einen schönen frischen Eiern aus dieser Maschine. Oh ja, ich zapfe dich, Ratter. Ich werde richtig zapfen. Ja. Und dann ein Handy besorgen, Mann. Ist Köftespieß. Auch ein Instrument? Nein, Patrick. Köftespieß. Köftespieß. Ich höre so auf Köftespieß. Ich höre nur Köftespieß. Ist das ein Spieß, Leute? Das ist wirklich ein spießiger Spieß. Oh Mann, und dieser Reis, wirklich, wirklich aus der absoluten Reisfarm. Mir in den Mund. Ey, gönnt euch mal bitte ein. Kommt mir her. Katars letzte Worte. Ich brauche. Ein Köftespieß. Ein Köftespieß erstmal mit gar keinen Reden auch und so. So random. What the fuck? Ess doch ohne Spieß. Nein, das ist doch das Ding. Es gibt ja in Wirklichkeit keinen Köftespieß. Also das tut mir jetzt leid, euch zu sagen. Ich weiß, einige von euch werden sehr enttäuscht sein. Aber es gibt in Wirklichkeit keinen Köftespieß. Ich glaube, Xatar war benebelt im Gefängnis. Ich weiß nicht, wie oft er die Seite fallen gelassen hat. Aber es gibt wirklich keinen Köftespieß so richtig. Wir haben jetzt schön die Köfte einfach aufgespießt. Jetzt haben wir die Köftespieß. Ich habe es erst probiert zu ermöglichen. Nichts ist unmöglich. Du musst das Brot reintun und essen. Okay, wow, Leute, ihr habt die Tipps, Alter. So, hier ist die Soße, Leute. Hier das Brot. Hier ist mein Messer. Ey, wirklich. Gott im Himmel, ist das ein weiches Brot? Hat er das schon seinen Arsch getan? Warum ist das so weich? Und dazu leckere Zwiebeln. Und so ein richtig saftiger, wirklich durchgebratener Köftespieß. Ich weiß auch nicht, was hier abgeht, aber schmeckt so geil, Mann, Alter. Boah, die Köfte hier rutscht schon runter. Mal an. Nein, meine schöne Köfte. Ey, wir müssen die neu aufspießen. Die kann doch nicht einfach hier verschwinden. Du kannst doch nicht einfach uns hier entwischen, du leckere Köfte. Weil gib mir einfach nur einen Köftespieß. Köftespieß erst. Oh, Doppelköftespieß. Eins. Zwei. Mein Gehirn in den letzten Tagen. Mit gar keinen Reden auch und so. Aber gib mir einfach nur einen
kräftig. Kräftig Spieß. Oh mein Gott, du hast so recht, Rata. Mm. Wusstet ihr eigentlich, Leute, ich wurde gestern in den Kommentaren korrigiert, Krawall ist gar kein Name. Krawall heißt auf Kurdisch sowas wie Bruder oder Freund. Also meinte Rata so, ey Bruder, gib mir einfach nur einen Kräftig Spieß. Und ich denke, Krawall ist ein Name. So, Krawall wird sogar... Hört sich Krawall hört sich an wie so ein Name von jemandem und nicht wie so, wie so ein Bruder oder, okay, klar, ist eine andere Sprache, aber trotzdem. Und nächster Döner, also ein Döner mit so richtig schön Zwiebel, dann keine Tomaten, also wirklich keine Tomaten, Salat drauf, dazu dann so eine richtig schöne Currysoße, vielleicht auch ein bisschen Tzatziki, dann am besten noch das Fleisch richtig schön gemischt, so ein bisschen Hähnchen, ein bisschen kalt, dann so ein richtig knuspriges Brot und dann wirklich auch mit niemandem reden, einfach noch so ein richtig leckerer Pfefferminztee, einfach reinbeißen, wirklich einfach wirklich... Und Almani, alter Schmatz, der. Ja, was glaubst du denn hier? Du bist ja am Schwein. Zapfen kann. Ich brauch das nicht. Köftespieß? Nein, Chata im Knast. Ich brauch das ganz und gar nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das! Oh mein Gott, ja. Hau dir rein. Weil meine Köftespieß, guckt euch mal an, wie voll der noch ist. Hey, bin allein zu Hause, willst du kommen? Also sie, Rata, nein, bin mies verletzt. Sie, aber ich hab Köftespieß. Braucht dich mein Körper, doch kriegst nie mein Herz. Köftespieß, weißt du? Ich hab Köftespieß verschluckt, Alter. Was geht jetzt ab, Alter? Wo kann ich meinen Köfte haben? Mein Spieß. Ja, kann ich Ihnen helfen? Hawal, gib mir einfach nur einen Köftespieß. Ey, wie perfekt hat das Patrick gerade gesagt? Ich hatte 3 Portionen Austern heute gegessen. Dazu einen schönen frischen Eidern aus dieser Maschine. Tut mir leid. Oh, du hast recht, Rata. Ich muss mal wieder nachfüllen. Mal wieder nachfüllen, Leute. Nur für euch. Ja, Leute, ich habe echt eine All-You-Can-Drink-Maschine bestellt fürs Video vom Sonntag. Und jetzt wird sie auch heimlich genutzt ab und zu. Also wirklich, Leute, wenn ihr bei diesem Video nicht selber was isst, ne? Alter, wie hält ihr das aus, Alter? Ich verschluck mich hier. Ich würde an meinem eigenen Köftespieß, Alter. Ich sterbe für dich, Rata. Okay. Der Köfte ist noch nicht am Ende. Das kann doch nicht das Ende gewesen vom leckeren. Aber Rata allgemein ist so ein lustiger Typ, Alter. Ich esse einfach einen Köftespieß, wenn ich Bock habe. Leute, das wird einfach ein leckeres Stream hier, ein leckeres Video. Was wird? Ich ganzen Tag nichts gegessen, mein Magen. Einfach wenn ziehen. Wenn Alman erste Mal Shisha-Bar geht. Zieh richtig dran. Oh, zieh richtig dran. Ja. Lass mal sehen, den Rauch. Jawohl, Junge. Jawohl! Zieh richtig dran, Junge. What's up? It's me, XATAR. I am here with my brothers, Sammy. Es gibt anscheinend einen Chata-Köftespieß Remix. Wenn der jetzt geil ist, das wäre sehr geil. Was ist das Erste, was du machst, wenn du rauskommst? Köfte. Köftespieß. Okay. Ich bin's, Chata. Köftespieß. Gib mir einfach nur einen Köftespieß. 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 Ah, mein Köftespieß, nein! Nein, gar Köfte. Oh, ganz knapp. Aber den Remix geben wir uns jetzt, Leute. Jetzt hab ich verschissen. Schweigen ist Gold, Mann. Wild. Was da? Was? Nein! Eidern aus dieser Maschine, weißt du? Richtig durch den Nachfüllen. 40.000 Dollar am Nachfüllen. Ich hab gehört, eine von diesen scheiß Steinplatten kostet 40.000 Dollar am Nachfüllen. Ich weiß nicht, wo die das Fluss her haben. Was läuft? Zu wild. Oh mein Gott. Das ist ein geiler Beat. Köftespieß. Wild. Köftespieß. Oh, ich dachte, es kommt Köftespieß. Ich hab das echt aus dieser Maschine, weißt du? Ich mag den Remix. Ich hab gar kein Reden auch und so. Köftespieß, weißt du? Ich weiß ganz genau. Aber gib mir einfach nur einen Köftespieß. Kann man nachdenken. Oh nein, das letzte Köftestückchen. Ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab. So. Richtig schön. Köftespieß. Schönen Kebab. Kebab.
Mein Köftespieß war wirklich nur atemberaubend. Ich habe hier noch andere vier. Brauche ich ja links noch für einen TikTok. Ich schwör's euch, das war so ein guter Köfte, Alter. Nice.